Hallo, ich bin's wieder, Steuerberater Klaas-Peter Müller aus Hamburg, aus der Weidestraße 132 oder auch zu finden unter cpm-steuerberater.de. Ich melde mich heute aus dem Textmobil mal mit dem Thema Gründen. Immer wieder hat man das Gefühl oder haben wir das Gefühl, dass einige sich schwer tun mit der Gründung von Unternehmen, weil sie glauben, das wäre alles so formalienbehaftet und so gefährlich und so kompliziert. Kann natürlich sein, hängt natürlich immer so ein bisschen von der Gesellschaftsform ab. Aber ich habe gedacht, ich erzähle das mal ein bisschen, wenn man ganz einfach gründen will. Was steckt da überhaupt dahinter, um mal so ein bisschen die Angst zu nehmen? Die einfachste Form der Gründung ist natürlich, dass das liest man so oft im Internet, ist das Einzelunternehmen. Das heißt, da sage ich mir als zukünftigen Unternehmer, so, ich fange jetzt an, unternehmerisch tätig zu sein, muss mir Gedanken machen, habe ich einen Gewerbebetrieb oder bin ich Freiberufler? Also welche Art von Tätigkeit führe ich aus, um meine Gewinnermittlungsart eventuell festzulegen, ob ich dann Kaufmann sein möchte oder einfach Einnahmeüberschussrechnung haben möchte. Aber letztendlich überlege ich mir, was tue ich. So, und jetzt mal die einfachste Form. Ich mache eine Einnahmeüberschussrechnung, bin Gewerbetreibender. So, was muss ich da tun? So, letztendlich eine Formalie, Gewerbe anmelden, ab zum Gewerbeamt, Formalie erfüllen, Gewerbeanmeldung. Das Gewerbeamt gibt dann automatisch Mitteilung ans Finanzamt, hier gibt es einen neuen Gewerbebetrieb und dann dauert das vielleicht ein, zwei Wochen, da kommt ein Formular vom Finanzamt, dass ein Gewerbebetrieb eröffnet wird und jetzt muss man das steuerlich erfassen. Das heißt, da ist ein Fragebogen auszufüllen, der im Detail nochmal darstellt, was passiert da eigentlich. Ne? Also wer macht was, ab wann geht's los, wie viel Umsätze schätze ich, wie hoch ist der Gewinn ungefähr. Wie soll die Gewinnermittlungsart sein? Soll es eine Einnahmeüberschussrechnung sein oder soll es eine Bilanz sein? Bin ich Ist-Besteuerer? Bin ich Soll-Besteuerer? Wie auch immer, das klingt alles sehr, sehr kompliziert. Ich werde das hier auch nochmal mit verlinken, habe ich schon mehrere Videos gemacht. Aber im Grunde genommen gilt es einfach jetzt, so eine rundum steuerliche Darstellung zu haben, was ist da zu tun. Entweder, wenn man das nicht selber machen will, zum Steuerberater, der füllt das kurz aus. Das ist alles kein Hexenwerk. Die paar Eckdaten, die ich eben genannt habe, die sind halt wichtig und die muss man angeben und dann gibt es eine Steuernummer. So, und dann geht es auch schon los. Das ist im Prinzip sehr simpel. Wenn ich die nächste Stufe habe und will das in der einfachen Form mit einem Geschäftspartner machen, dann gründe ich letztendlich auf kleiner Flamme eine GbR. Dann guckt man sich in die Augen und sagt, wir wollen beide das Gleiche. Und schon ist eine GbR, also eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, gegründet. So, und dann geht's los. Genau das Gleiche. Gewerbe anmelden beim Gewerbeamt. Das Gewerbeamt teilt im Finanzamt mit, was da neu gegründet wurde. Dann kommt wieder der Fragebogen. Man füllt das aus, wer ist Gesellschafter. Wo wohnen die, wo wird das Unternehmen geführt, so ein paar Eckdaten, wie eben beim Einzelunternehmen, die werden abgefragt. Dann gibt es eine Steuernummer und damit ist eine GbR gegründet. Also mehr steckt da so nicht dahinter. Und aufgrund dieser Formalien sozusagen sich die Chance vergeben, unternehmerisch tätig zu sein oder selbstständig tätig zu sein, ja, das sollte, glaube ich, nicht der Hinderungsgrund sein. So, das wäre so die einfachste Form, die da so gegeben ist. Als nächster Schritt ist, wenn ich das auf kleiner Flamme machen möchte und möchte aber meine Haftung beschränken, habe ich dann die Möglichkeit, entweder eine UG zu gründen, eine Kapitalgesellschaft, oder eine GmbH, eine Kapitalgesellschaft zu gründen, oder eben eine Personengesellschaft zu gründen, die dann eine KG sein wird, weil ich durch die KG eine Haftungsbeschränkung habe, zumindest von den Kommanditisten, ein unbeschränkt haftenden, den Komplementären, den muss es geben. So oft führt das Ganze zu der Konstruktion einer GmbH und Co. KG, wo man dann als Vollhafter, als Komplementär dann die GmbH einsetzt oder eine UG, auf alle Fälle eine Kapitalgesellschaft, die dann nur mit ihrem Kapital sozusagen haftet, mit ihrem Firmenvermögen. Und damit habe ich auch jemanden geschaffen, der eigentlich begrenzt auf sein
kleines Vermögen unter Umständen, ne, die Haftung übernimmt, wenn es mit der KG mal schief läuft. So, aber das ist dann schon wieder eine Nummer größer. Das passiert dann seltener. Der nächste Schritt ist halt die Gründung einer UG oder einer GmbH, wenn ich eine Kapitalgesellschaft bevorzuge, weil ich eine Haftungsbeschränkung haben will, ich alleine gründen möchte. Und da geht halt dann nur letztendlich, wenn es auf dieser einfachen Form passieren soll, die Kapitalgesellschaft, also die GmbH oder die UG. Ne? Die steuerlichen Vor- und Nachteile kann ich hier nochmal einblenden. Das ist auch schon mehrfach in einem anderen Video mal gesagt worden. Aber das ist eigentlich die Grundsituation beim Gründen. Bei der Gründung einer Kapitalgesellschaft habe ich natürlich einen gewissen Mehraufwand, weil ich das Ganze notariell machen will oder machen muss. Muss darauf achten, dass ich eventuell einfach nur das Musterprotokoll benutze, wenn ich eine UG gründe, oder eine ganz normale Standardsatzung, die hat jeder Notar dann auch vorliegen. So, dass man sozusagen den Arbeitsaufwand des Notars verringert. Wenn ich das selber gründe, ist mein Aufwand, mit mir selber bestimmte Einzelheiten absprechen zu müssen, natürlich auch sehr klein, wenn nicht sogar gar nicht vorhanden. Und dann ist die GmbH auch gegründet. Also auch kein großartiges Werk. Ne, man sagt dem Notar letztendlich die auch wieder Eckdaten. Ne, also wer wird Gesellschafter sein, wer soll Geschäftsführer sein, welches Stammkapital soll vorliegen, wo soll der Sitz der Gesellschaft sein, was ist der Zweck der Gesellschaft. Ne, so dieser Rahmen, und dann ist die Satzung vorbereitet. Genau das Gleiche auch wieder zum Gewerbeamt gehen, das Gewerbe anmelden, Kontoeröffnung, weil natürlich dann die Kapitalgesellschaft ein eigenes Konto braucht, um das Stammkapital dann nachweislich einzuzahlen. So, diesen ersten Kontoauszug, die Einzahlungsbestätigung dann wieder zum Notar zurückgeben. Der reicht alles beim Handelsregister ein mit den Gründungsunterlagen, also mit der Satzung, mit der Geschäftsführerbestellung. Und dann ist die GmbH gegründet. So, irgendwann kommt dann vom Handelsregister die Handelsregisternummer. So, und dann geht auch das Geldverdienen los. Weil dann parallel dazu, genauso wie bei der Gründung des Einzelunternehmens oder der Personengesellschaft, der Fragebogen fürs Finanzamt ausgefüllt werden muss, da letztendlich auch wieder genau dieselben Eckdaten. Wer ist Gesellschafter, Zweck der Gesellschaft, Name der Gesellschaft, also alles das, was beim Notar sowieso schon dargestellt wurde. Ist Besteuerung, soll Besteuerung, eventuell Kleinunternehmerschaft, geht da natürlich auch, wie bei den anderen Unternehmensformen. Und dann ist die Gesellschaft genauso gegründet. Also wie gesagt, hier mein Appell mal, so ein bisschen die Angst zu verlieren als Gründer, dass hier Formalien dahinter stecken, die einem eventuell das Genick brechen. Genauso immer die Darstellung, versuche ich so ein bisschen mal die Angst zu nehmen, dass Vorauszahlungen fällig sind, bevor ich Geld verdient habe und so weiter. Es ist natürlich so, wenn ich dem Finanzamt sage, ich habe wahrscheinlich einen Gewinn von 100.000, dann setzen die auf diesen Gewinn, sei es eine Personengesellschaft oder ein Einzelunternehmen oder eine Kapitalgesellschaft, die Vorauszahlung fest. Also eventuell Gewerbesteuer, wenn es ein Gewerbebetrieb ist, oder Körperschaftsteuer bei einer Kapitalgesellschaft, oder wenn es eben eine Personengesellschaft ist oder ein Einzelunternehmen, die Einkommensteuer. Das ist alles richtig. Aber wenn ich mich da jetzt vertan habe und habe in meinem Fragebogen meinen erhofften Gewinn eingetragen und dann bekomme ich einen Vorauszahlungsbescheid, wo letztendlich gleich Einkommensteuervorauszahlungen festgesetzt werden und ich habe noch gar kein Geld verdient, ja, dann ist es letztendlich auch nicht anders, als dass ich das Finanzamt anschreibe. So machen wir es zumindest in der Kanzlei, wenn das dann irgendwie schon so passiert ist, dass wir dem Finanzamt mitteilen, ja, dass der Gewinn eben doch noch nicht so erzielt wurde, stellen einen Herabsetzungsantrag, da werden die Vorauszahlungen wieder herabgesetzt, auf das Niveau, wie dann auch das Geld verdient wurde. Ja, und letztendlich ist das dann auch alles wieder bereinigt. Also die Angst, etwas falsch zu machen bei der Geschichte, ist oft immer größer als letztendlich die Wirkung, die wirklich eintritt. Ne? Auch die Entscheidung, ob ich Kleinunternehmer sein will oder ob ich kein Kleinunternehmer sein will, diese Entscheidung kann ich später auch revidieren. Solange noch kein bestandskräftiger Bescheid über die Umsatzsteuer ergangen ist, kann ich diese Entscheidung wieder rückgängig machen. Ob das praktisch sinnvoll ist, ist eine andere Geschichte. Aber ich kann alles revidieren im Nachhinein und kontrollieren, ob das, was ich geplant habe und vielleicht auch dem Finanzamt gemeldet habe, ob das immer noch so die günstigste Variante ist.
Ne? Also immer ruhig. Steuerberater ist immer gut, um sozusagen den Arbeitsaufwand, um Reparaturen zu vermeiden, um Korrekturen zu vermeiden. Ist alles richtig. Alles vorher planen, macht immer Sinn. Aber letztendlich nicht zu gründen, weil man Angst hat, etwas falsch zu machen, das ist immer der falsche Weg. Wie gesagt, Steuerberater beauftragen, sich um die Eckdaten zu kümmern. Der weiß genau, was er abzufragen hat, um den günstigen Weg sozusagen einschlagen zu können. So, und dann werden die Anträge auch richtig gestellt. Und dann sollte man auch keine Angst haben, dass da nochmal 150 oder 200 Euro auf den Gründer dazukommen. Dafür, dass dann alles richtig ist, ist alles in Ordnung. Ne? So, das wollte ich nochmal so auf den Weg geben. Auch wenn man später nochmal das Gefühl hat, eventuell eine andere Gesellschaftsform haben zu wollen. Es lässt sich alles wandeln von einer Unternehmensform in die andere. Ne? Die Gesetze lassen das zu. Es ist alles auch mit Buchwerten übertragbar. Einige Folgen hat eventuell etwas, wenn ich von Kapitalgesellschaften auf Personengesellschaften umschwenke oder so. Dann gibt es natürlich einige Besonderheiten zu beachten. Die muss man im Detail besprechen. Aber das sind auch keine Ausnahmen, die ja die Gründer betreffen. Ne? Der Gründer ist ja meist so, ich gründe und nach einem Jahr merke ich jetzt doch anders. Das lässt sich alles reparieren. Es lässt sich alles in eine andere Gesellschaftsform umwandeln, ohne dass man da vorher zu sehr drüber nachdenken soll. Man soll alles planen. Ich will keine Leichtfertigkeit predigen. Alles muss geplant werden. Aber ich möchte so ein bisschen die Angst nehmen, die offensichtlich oft besteht, dass man etwas falsch macht. So, es kann vieles falsch gemacht werden, ist alles richtig, aber dieses etwas nicht machen ist oft schlimmer als etwas vielleicht nicht optimal zu machen und es dann so schnell wie möglich zu reparieren und zu korrigieren, wenn ich es dann gemerkt habe. Ne? Also alle Gesellschaftsformen lassen sich irgendwie wandeln in die andere, lassen sich einbringen in Kapitalgesellschaften, später zu Buch werden und so weiter. Das heißt, das Gründen, Loslegen, ja, ist manchmal sehr viel wert, als Angst zu haben, etwas falsch zu machen. Ne? Jeder Steuerberater kennt die Grundlagen. Also, ne, also in der Nähe einen Steuerberater raussuchen, einen Termin machen, persönlich vorstellig werden, wenn das Vertrauen da ist, da kann man gründen, legt los. Und ob man dann später nochmal wechselt, weil vielleicht der, ne, weil irgendetwas doch nicht passt, ist eine andere Geschichte. Aber die Eckdaten kann jeder. Von daher, wer gründen will, gründen. Die einfachsten Formen habe ich eben dargestellt. Als Einzelunternehmen starten, wenn ich mit großen Summen handle, dann mache ich mir sowieso anders Gedanken, ob ich da eine Haftungsbeschränkung habe. Die meisten aus meiner Erfahrung gründen und fangen ja mit kleineren Beträgen an, wo kaum Haftungen entstehen können. So, also wirtschaftliche Haftung. Ne? So, das heißt, die können gründen mit dem Einzelunternehmen und dann geht's los. Und wenn ich irgendwann mal einen Gewinn habe, der dazu führt, dass der Spitzensteuersatz erreicht ist, dann kann ich mir immer noch Gedanken machen, ob es vielleicht günstiger ist, eine GmbH zu haben, ne? Um ja, die Begrenzung auf 30% zu erreichen und Kapital im Unternehmen zu belassen, wie auch immer. Aber letztendlich, das habe ich auch schon mal, ich gucke mal, ob ich es hier nochmal verlinke, habe ich es auch nochmal dargestellt. Der Vergleich zwischen einer Besteuerung in der Einkommensteuer, das heißt als Personengesellschaft oder als Einzelunternehmen im Vergleich zu einer Kapitalgesellschaft. In der gesamten Betrachtung nehmen sich die alle nicht viel. Weil letztendlich ist das Steuersystem so austariert, dass es funktioniert. Es sei denn, ich brauche, wie gesagt, eine Holding, habe solche Gewinne, dass ich Gewinne abziehen kann, um sie neu zu verteilen, ist alles richtig. Aber das sind keine Probleme von Gründern. Das muss man ja auch immer mal so darstellen. Also, in Ruhe Gesellschaftsform aussuchen. Ich werde hier ein bisschen was verlinken. Sich einen Steuerberater raussuchen, die Gründungsformalien ordnungsgemäß abwickeln, dass das schnell geht, dass man auch schnell in der Lage ist, Geld zu verdienen, dass man da nicht aufgrund von mehreren Nachfragen vom Finanzamt das rauszögert, die Steuernummer nicht vorliegen hat und so weiter. Und auch immer beachten, dass alle Einkünfte Konsequenzen für die Sozialversicherung haben. Ne? Sei es Rentenversicherung, sei es Kranken- und Pflegeversicherung und so weiter. Das heißt, diese Kosten müssen dann auch mit beachtet werden bei der Gesellschaftsform.
Aber wenn es ums Gründen geht und ums Loslegen und ums Geld verdienen, dann glaube ich, ist die Basis, ein Einzelunternehmen zu haben oder wenn ich das zu zweit mache als GbR, die dann eventuell, wenn sie wächst, dann eine OHG wird, ist alles richtig. Aber dieser Start ist eigentlich mit einfachen Mitteln immer durchzuführen und sollte eigentlich nicht Grund sein, ja, nicht zu gründen. Ne, weil alles, wenn man offen ist und sein Unternehmen beobachtet, alles reparierbar ist, korrigierbar ist, auch Vorauszahlungen herabsetzbar sind. Das Finanzamt setzt nichts fest, was nicht begründet ist. Also die Angst, dass das Finanzamt einfach kommt und sagt, wir glauben, das ist der Gewinn und schon müssen Vorauszahlungen geleistet werden. Das ist ja ein Mythos. Ne, das, so stimmt es ja auch nicht. Das heißt, wenn man Begründungen hat, dass der Gewinn anders ist, dann werden die Vorauszahlungen angepasst. Ganz einfach. So, das nochmal mein Appell an die Gründer da draußen. Sich natürlich Gedanken machen, aber keine Scheu haben. Bitte keine Scheu haben, zu gründen und keine Angst haben vor Fehler. Alle Fehler und alle Fehlentscheidungen, wenn man das so sagen will, lassen sich korrigieren und lassen sich ausbaden, wenn man sie dann im Blick hat und schnell reagiert. So, das wollte ich noch mal mit auf den Weg geben. Und verbleibe dann bis demnächst auf diesem Kanal, YouTube, Facebook, Twitter und Instagram. Und bis dahin, viel Erfolg beim Gründen. Tschüss.